Hallo und herzlich willkommen zu meinem PhiloFax Setup Video. Und zwar ist das der PhiloFax Malden Pocket und ich möchte euch den gerne zeigen, weil der hat ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel ist es Portemonnaie und Planer zugleich. Und viele wollten halt wissen, wie hast du den gestaltet, wie hast du das mit den Scheckkarten gemacht, mit dem Kalender, mit der Einteilung. Und ich habe ihn jetzt soweit eingerichtet. Ich habe ihn jetzt circa 3 Wochen oder 4 Wochen und bin richtig zufrieden damit. Ich habe sonst noch einen A5 zu Hause, aber den benutze ich nicht so oft, weil ich auf der Arbeit halt keinen Schreibtisch habe. Und deswegen ist er für mich gerade die perfekte Größe. Ich wollte eigentlich auch auf Personal gehen, habe dann aber gedacht, das nimmt sich nicht viel, das sind glaube ich irgendwie so viel Unterschied und deswegen habe ich den jetzt so gelassen. Wenn man den Malden öffnet, sieht man als erstes mein Dashboard und zwar habe ich hier drin mein Kleingeld. Ich habe nicht oft Kleingeld, deswegen, weil ich das immer aussortiere, deswegen brauche ich auch nicht so ein dickes Fach. Hier habe ich noch ein paar Karten und ein paar Visitenkarten, die ich immer benutze, halt wie zum Beispiel die Payback-Karte und sowas. Und davor habe ich einfach nur als Deko dieses einlaminierte Heftchen und das ist halt so ein schöner Spruch drauf. Hier in dieses Fach kann ich bis zu 20 Euro reinstecken und da ich meistens nicht mehr an Bargeld dabei habe, reicht das für mich auch aus. Hier kommen wir nun zu meinen Dashboards. Die habe ich jetzt neu gemacht, laminiert. Die Bilder sind aus Pinterest, da müsst ihr mal ein bisschen gucken und dann findet ihr schnell was. Auf der zweiten Seite habe ich dann hier noch ein Sticky Note, das ich dann immer benutze, wenn ich irgendwas aufschreiben möchte, schnell. Und hier ist das Dashboard für die Monate. Da habe ich dieses Reh. Das habe ich aus dem Facebook, da war irgendwie mal ein Bild und das ist eigentlich ein T-Shirt-Aufdruck und ich fand das so süß, das muss ich dann haben. Da steht drauf Rest for Sometime. Die Weile habe ich übrigens alle selbst gemacht. Dass dann die Monatsübersichten, bin ich mir jetzt noch nicht so im Klaren, ob ich da wirklich Monatsübersichten hier drin haben möchte oder nicht. Und da habe ich bisher immer nur diese Übersicht erstmal eingeheftet. Und ich habe die Original PhiloFax Wochenübersicht drin. Und für den aktuellen Monat, wie gesagt, ist dann immer noch dieses drin. Dann kommen wir zu meinen Wochendivider. Ihr seht schon, hier sind ganz viele kleine Birdies drauf. Ich mag dieses irgendwie total gerne und habe das deswegen natürlich auch gewählt. Hier zwischen sind jetzt schon ein paar Wochen, die ich dekoriert habe. Zeige ich mal eben, das sind noch die originalen PhiloFax-Einlagen. Das war die erste Woche. Zweite habe ich leider nicht so viel dekoriert, da hatte ich einen kleinen Durchhänger. Und dann ist das die Valentinstagswoche. Das ist gerade die aktuelle Woche. Die habe ich hier halt so zusammengeheftet, weil es für mich jetzt dann einfach leichter war, die dann immer aufzuschlagen. Ich habe hier dann noch so einen Today-Marker drin. Der ist durchsichtig und mit einem kleinen Sticker, der einlaminiert ist. Den fand ich irgendwie süß und der passte hier irgendwie rein. Hier wollte ich eigentlich was draufschreiben, habe ich aber verpasst. Der war, wie man sieht, im Thema Blau. Und wie ihr seht, schreibe ich über die Woche hinweg jetzt eigentlich nicht so viel rein. Deswegen habe ich mir von Kreativzwerg neue Einlagen bestellt. Die seht ihr jetzt gleich. Das ist noch die Woche drauf. Und zwar sind das diese. Fühlt euch jetzt nicht erschlagen von dem Layout. Das ist für einen Dekorationswettbewerb. Den habe ich gerade erst fertiggestellt. Und zwar gehe ich jetzt erstmal auf eine leere Seite. Die sehen so aus. Auf der rechten Seite steht hier oben normalerweise Notes. Das habe ich
auf Anfrage halt entfernen lassen und habe hier meine eine Woche. Jetzt mag der ein oder andere denken, auch das ist ja richtig wenig Platz. Ich denke mir aber, ich kann dann mir hier eine Liste machen und alles besser aufschreiben, weil man schreibt ja meistens so. Und auf dieser Seite werden dann meistens nur Sticky Notes kleben. Oder halt auch die Dekoration mit eingebunden. Ich finde die Einlagen richtig gut, das Papier ist richtig schön weich. Da sind, wie gesagt, von Kreativzwerg. Und so sieht jetzt meine erste aufwendig gestaltete Woche aus. Das wird nicht jeden Monat so aussehen, aber ich werde mich wirklich bemühen, das immer richtig schön zu machen. Hier stehen jetzt noch keine Termine drin. Da kommen dann nur noch meine Arbeitszeiten rein und halt Sachen, die ich machen muss, kommen dann hier rein. Wenn ich dann noch was zusätzlich habe, habe ich dann hinten nochmal ein Notes Divider. Und die Zwischendivider sind mit den Monaten versehen und da habe ich auch ein Bild aus Pinterest genommen, was dazu passt. Ihr müsst dann einfach nur March, April oder February oder sowas eingeben. Und hinten drauf, da ist leider hier ein bisschen verwischt, ist dann nochmal der Monat in der Übersicht. Das gleiche im April. Da hat leider mein Leim gekleckert, das muss ich unbedingt neu machen. Und wieder die Monatsübersicht. Ich habe jetzt erstmal bis Mai das drin. Wenn ich mehr habe, schreibe ich mir das einfach auf. Dann kommen wir zum nächsten Divider und zwar ist das Notes. Der ist mit Federn versehen. Ihr merkt, ich habe überall dieses Thema mit den Birdies. Das passt irgendwie, weil der ist so klein und schnuckelig und gerade zur Zeit ist das halt wieder bei mir in. Hier habe ich die aktuellen To-Do-Listen von Filofax drin. Nur zwei Seiten, weil ich noch nicht weiß, ob ich die benutzen werde. Und das linierte Papier, was dabei war. Das ist jetzt sozusagen erstmal der Kalenderteil, der ist ungefähr so dick aktuell. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der sozusagen zum Portemonnaie gehört. Der ist noch mit so einem Flyleaf gesichert, dass ich hier so einen schnellen Zugriff habe. Und da sind jetzt meine Karten drin. Hier habe ich nochmal einen Paperclip. Die ersten beiden Seiten sind meine EC-Karten. Die haben, das sind die Einlagen, die sind von Filofax und die sind halt für Karten. Der Nachteil an diesen Einlagen ist, das habe ich jetzt erst später bemerkt, dass wenn man hier oben eine Karte reinschiebt, die dann so ein bisschen absteht. Deswegen habe ich nur die unteren Fächer besetzt. Und ich hatte davon irgendwie 5, 6 solcher Einlagen gekauft. Ich habe also viele Karten und viele benutze ich gar nicht so oft. Deswegen habe ich die Hüllen genommen, die oben geöffnet sind, habe die Karten reingeschmissen und habe die jetzt mit einem Washi-Tape einfach zugeklebt, dass da nichts rausfallen kann. Da ich die ja nicht so oft benutze, fällt mir das überhaupt nicht auf irgendwie. Also ich teste das gerade, aber benutze sie so wenig und man hat schnell hier reingegriffen und das rausgeholt. Dann kommt dann noch ein weiteres oben, was oben geöffnet ist und danach kommen Karten, die ich nicht so oft benutze, in einen Zipper. Ganz zum Schluss habe ich hier noch dieses To-Do-Lesezeichen. Was ich damit mache, habe ich mir auch noch nicht so überlegt. Hier hinten sind halt so ein paar Zettel drin, die ich halt noch nicht irgendwie in die Ablage getan habe. Hier drin ist halt so das Frauenzeugs. Und hier habe ich nochmal einmal was Frühlingshaftes. In den oberen Fach habe ich nichts drin. Wobei, ja, da sind ein paar Kassenbons drin, was man halt so sich ansammeln, was sich halt so ansammelt. Ansonsten benutze ich diese Stiftelasche nicht, weil leider der Frixen, den ich mir dazu gekauft habe, passt da nicht rein. Das weiß ich nicht ganz. Und wenn ich den Stift nicht benutze, klemmt er hier vorne drin, in den Ring. Ja, soweit zur Übersicht von meinen Morden Filofax in der Pocketgröße. Was ich noch zu dem Planer sagen kann, das ist echtes Leder. Der fässt sich unglaublich gut an und kann ich nur jedem empfehlen. Ich bin jetzt auch so ein bisschen im Morden-Fieber, aber der wird wohl der einzigste bleiben.
So, von der Seite sieht er so aus. Von unten so. Habe ich hier noch die Schleife, die ist von H&M. Von der Seite ist hier das Filofax-Zeichen. Von oben. Und dann habe ich hier noch so eine Kette. Also das ist kein normaler Anhänger, das ist eine Kette gewesen. Die habe ich nur hier zwischen gefädelt. Ja, die fiel mir irgendwie ganz toll und die habe ich jetzt dran gelassen. Das ist vielleicht für viele ein bisschen zu viel Gebaumel, aber für mich ist das okay. Ja, und so vom Gewicht her passt das wirklich gerade so. Ich glaube, der Personal wäre überhaupt nichts für mich und da ich auch die A5-Größe mag und jetzt wirklich diese Pocket-Größe lieben gelernt habe, möchte ich gar nicht mehr irgendwie einen anderen Planer haben. Wobei natürlich diese Sucht dann immer noch ein bisschen zwischenkommt, aber ich versuche mich ranzuhalten, dass ich das schaffe. Nicht immer, wenn immer in den Forum Sachen gepostet werden, dann fragt man sich, oh, den hätte ich ja auch gerne und da kannst du ja richtig gut dekorieren, aber das wird erstmal als letztes sein, was ich jetzt an Filofax gekauft habe, vorerst, für heute. dann bedanke ich mich fürs Anschauen und hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Inspiration geben, wie man so ein Pocket oder andere Mordens auch dekorieren kann, die man vielleicht wirklich als Portemonnaie benutzen kann. Wenn ihr da Lust zu habt, dann macht das unbedingt. Es ist wirklich richtig toll, weil man hat alles immer dabei, man muss nicht große Planer mitschleppen, man muss nicht ein Portemonnaie extra mitschleppen. Und ich habe wirklich schon viel Zeugs aus meinem Portemonnaie rausgenommen. Aber habe auch immer noch so viel Kram dabei.